Erster Tag auf der Spiel 2016 und ich werf mich jetzt mal ins Getummel. Was ist das Besondere an dem Spiel? Dass man einfach spielen kann. Unterschiedlichste Spiele, ohne jetzt so viele zu Hause zu haben, hat man ja in der Regel dann nicht. Und einfach probieren, vielleicht auch mal mit wildfremden Leuten dann was zu spielen, macht Spaß. I like everything, the people, the games, everything. Dass so viele Spiele gleich live gespielt werden können. Dass man die Spiele auch ausprobieren kann. Ich bin immer wieder total begeistert, wie viele Menschen spielen. Was ist denn das Besondere an dem Spiel? Ja, das Besondere ist, dass es für Kinder ist und wir es trotzdem hier spielen und Spaß haben, wie die kleinen Kinder, deswegen sind wir ja auch da. Ich war schon so dreimal hier und ich hatte da auch meinen Spaß. Wir versuchen einen guten Spagat zu machen aus viel Spielen, wenig Anstellen und gutes Spielen. Könnt ihr mir erklären, wie ich das hier genau spielen soll? Die reden gar nicht mit mir. Wir sind jedes Jahr hier, weil wir jedes Jahr gerne Spiel spielen und jedes Jahr darf sich ein Kind ein Spiel aussuchen. Wir spielen also 4 Tage Dauerkarte. Es ist immer wieder was Neues, es sind richtig viele neue Spiele und ja, einfach immer so, das ist immer was Cooles, das ist so Tradition. Also es sind viele lustige Menschen hier und man kann halt auch viel ausprobieren. Also ich interessiere mich sehr auch für die anderen Spiele. Also ich spiele in meiner Freizeit sehr gerne und war auch, bevor ich hier immer mit meinem eigenen Ständchen war, auch immer als Besucher auf das Spiel. Es sind alle 4 Tage voll. Man kann immer kommen. Also wie man sieht, ist einfach toll. Es macht Spaß hier zu sein. Ich komme schon viele Jahre hierher. Es ist einfach genial. Also ich muss sagen, hier gibt es echt viel zu sehen, spielen und auszuprobieren. Aber macht euch doch einfach selbst ein Bild und kommt vorbei.